Jetzt gibt's eine Spinne. Ja, das können wir gucken, ob wir das überhaupt toll finden. Ich weniger. Aber um mich geht's hier ja auch nicht. Ist ja hier eine Demokratie. Ja, wir kämen nicht weiter, wenn wir das nicht machen würden, gell? Das stimmt. Das stimmt. Das kann man den Entwicklern schreiben. Ich kann es. Tut mir leid, das Outrider, das ist ein total geiles Spiel, aber da war eine Spinne, habe ich aufgehört. Habe ich deinstalliert. Geht nicht. Könnten Sie die bitte entfernen? Danke. Ja, ist ja süß. In dem Game Rhythm Doctor, was ich ein bisschen gespielt habe, kommt auch mal eine Spinne drin vor. Man kann vorher auswählen, ob man die sehen will oder nicht. Und dann kommt da so eine Hand drüber. Das ist voll süß gemacht. Das finde ich okay. Damit kann ich leben. Voll schön hier. Vielleicht mache ich das irgendwann mal im Livestream, wo ich schon einfach total verzweifle. Mhm. Oh, das habe ich, das Ding kenne ich von meinem Trailer. Mhm. Beziehungsweise von meinem Intro. Mhm. Das noch niemand kennt außer mir. Ich habe schon mal besser ausgesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die falsche Person für diesen. Au! Dieses Monster bin. Von oben! Was soll denn der Scheiß? Geh weg! Geh weg! Ich wollte hier nicht. Ich wollte deine Cousine nicht töten. Aber sie war da. Sie macht sowas Blaues am Boden und genau da springt sie dann hin. Okay. Oh oh. Ey, ich mach dich so saftig. Oh, du Vieh. Ich muss nach Hause. Aber. Die Mama ruft. Was macht sie denn jetzt? Jetzt spuckt sie auch noch. Ey, was bist denn du für eine Potsau? Okay. Was ist jetzt? Ach, zu Sekunden. Was war das? Ich hab das hier kleine. Okay. Ah, da! Au, die tun weh, die Mistviecher. Oh, die Große ist wieder da. Hinter mir, natürlich hinter mir, was frage ich? Jetzt scheiß die auch noch! Mal, hast du den Arsch auf dem Schieß aber nicht? Ja, hat sie, sonst würdest du nicht scheißen. Also echt, ey, wir leben. Aua! Aua! Die machen auch keinen Spaß. Aua! Oh, warum springt ja, mich die blöde Pussy? Was ist da oben? Ja. Jetzt schießt sie Granaten. Jetzt scheißt sie von da oben. Oh. Not funny! Nee, aber absolut nicht. Oh, jetzt kommen die noch näher, hallo? Warum geht's auf den Bürger? Man hört ja nur. Schon wieder ist sie weg, die faule Sau. Schüchtern. Oh no! Was ist das denn hier? Ja. Jetzt ist es ein Wurm oder wie? Das ist eine Wurmspinne. Das ist ja. Eine ekelhafte Wurmspinne. Viel außer Reichweite halte ich ja wirklich für eine Lüge. Oh oh. Oh oh, ich werde verfolgt. Oh, wo soll ich denn hin?
hat jemand Hurensohn gesagt. Ja. Oh, mein Charakter tot. Sagt das öfter. Fuck. Warte mal dran. Wo seid ihr denn schon wieder? Oh, also, ich hänge hier. Ich bin mal wieder meinem Kater zu laut. Wo ist er denn? Da. Mach wieder die kleinen Spinnen rum. Oh. Jetzt kommen noch kleine Spinnen, Alter. Was ist das jetzt? Ich hätte mich auch wieder belebt. Nee, das brauchst du vielleicht noch. Dieses Vieh ist zwar fast tot, aber man weiß ja nie. Ich glaub's tot. Oder ja, ich. Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Eieieiei, ist ein hässliches Vieh. Ey, der Junge, Junge. Aber gut geschafft eigentlich. Ja, ja, ich stehe in der Lava, aber warum spawnt er mich in der Lava? Weil sie es können. So, Gizmo, ich stelle mich daneben. Kannst du bitte ein Bild machen? Ja. Ich kann hier die Aufnahmen machen. Hier, guck das mal. Ja. Tier erlegt habe. Ja, ganz ich alleine. Nein, alleine habe ich es nicht gemacht. Ich mache eine ganz tolle Pose. So, huch. Huch. So, wo müssen wir jetzt hin? Im Vulkankipfel hinauf. Ah, alles klar. Im Kipfel. Haha. Not funny. Zum Kipfel. Erst runterklettern, dann wieder hoch, sag mal. Oh nein, Leon, die war nicht süß. Die war alles andere als süß. Oh, scheiße. Scheiße, Morty. Also ich komme ja echt mit vielen Tieren klar, aber mit Spinnen leider überhaupt nicht. Nee. Man ich muss umso größer und so schöner. Ja. Also sorry, so eine kleine, eklige Schwarze ist auch, also zum Beispiel Schwarze Witwe ist halt urekelhaft, aber der Rantel ist halt urfasziniert. Die Haare, die ist ja nicht nockert. Bärchen, du hast auch Haare, das ist doch auch was Schönes, reicht doch. Ja, boah. Dankeschön, Marie. Du hast eine tolle Brustbehaarung, ja, so ein wunderbares Nippelbeet, das ist doch auch was Schönes. Nippelbeet, ja. Ich flechte die immer, wollte ich sagen. Das Vulkanproblem ist Geschichte. Ja, Rabbi gibt mir recht und auch Mira, weil ich bin Siraus. Oh, ich würde sagen, Gizmo rettet sich eine. Ich werde veranlassen, dass die Seilbahn vorbereitet ist. Machen wir die Nebenmission gleich? Ja, die können wir gleich machen, wir sind ja einmal hier. Komm, wir sind einmal hier. Ich will hier nicht mehr her, weil ich ehrlich bin. Ja, ja. Ach, jetzt auf einmal bist du hier nicht wieder her. Warum wohl? Ja, was? Definitiv. Ich finde Spinnen auch eklig. Also wieso hast du kleine Ganger, dürfen alle überleben, habe ich kein Problem damit. Aber was ich total mies finde, unser Haus, was hier, hat ja als Außenfarbe, also als Hausfassade, die gelbe Farbe. Das heißt, im Sommer sind hier die ganzen Spinnen abends dran. Und wenn ich mit dem Hund gehe oder nochmal rauchen bin, das ist widerlich. Wenn du rauskommst aus der Tür, nur um in den Innenhof zu gehen und dann siehst du eine fette schwarze Spinne, ich finde das widerlich. Oh, okay. Oh, wir haben die Feldstufe übrigens erreicht. Stirbt doch endlich. Das ist für eine scheiß Nebenmission.
Oh, hier ist eine Seite. Wie du immer mit dem Kampf irgendwelche Seiten findest. Ja, es tut mir leid, aber die liegt hier einfach, aber ich kann sie eh nicht aufnehmen, erst wenn hier alles erledigt ist. Du Bibliothekar, du. Ja, ich müsste alle wechseln. Was? Ich krieg keine mehr. Ja, doch, hier sind wieder Gegner. Doch, noch was zum Abbauen. Oh, hier ist ein großer. Ich glaube, den müssen wir erstmal besuchen. Alter, konntest du bitte nicht auf mich zurennen? Der mag dich. Er spawnt hinter mir, rennt auf mich zu. Ich hab dir nichts getan, außer hier ein bisschen Eisen abgebaut. Ja, wahrscheinlich war das sein Eisen. Er wollte da noch irgendwas machen. Jetzt rennt, was hab ich dir gedacht, ey? Sehr gut. Bleib tot! Mach nix, bleib liegen! So, jetzt kann man hier das Buch nehmen. Ah, es ist wieder für die Alte. Mhm. Oh. Ich kann es nicht nehmen. Ja, weil einer von uns es schon genommen hat. Okay. Weil ich es schon habe. So, wo ist die Lootkiste? Oh, die Lootkiste. Keine Ahnung. Gucke noch. Also da unten war auf jeden Fall zweimal Eisen. Also hier. Okay, ich habe den Ausgang gefunden. Ach, da. Ah, hier. Ja, das Eisen habe ich. Gut, Moment, Moment. Hier liegt Kram. Aber das ist nur Muni. Ja. Den habe ich schon. Gibt keine Luftkiste hier. Ne, gibt keinen. Guck mal hier, Ausgang zum Vulkan, bitte. Das finde ich übrigens hier wirklich schön. Das soll man sagen, hier komme ich, stehe jetzt am Punkt zum nächsten. Ihr habt 20 Sekunden Zeit. Wollt ihr mit, wollt ihr nicht mit? Das finde ich eine schöne Geschichte. Ja, dass dieser Typ hinter mir aufgetaucht ist, war nicht schön. Nee, das stimmt. Das ist wie die Spinne, die zum Wurm wurde. Dinge, die man nicht braucht. Okay. So, das heißt, wir können ja eigentlich zurück ins Dorf. Also ja. Nicht in das Ganzdorf, sondern zu Jacob. Ja, zu der Captain dann. Richtig, jetzt muss ich nur gucken, die ist hier unten. Geht los. War echt nicht lustig. Babymonster. Ahoi. Das sind wir dabei. Du hast eine Riesenspinne verpasst. Sei froh, Monsterchen, sei froh. Ja. Die dann zum Wurm wurde oder keine Ahnung was. Ja, vielleicht war sie auch vorher ein Wurm und ist zur Spinne geworden. So als ihr Ausgeh-Outfit. Du meinst, sie war ein Transformer? Mhm. Ja, ein Transformer. Es wird nicht besser, aber vielleicht. So, Jocelyn. Wo ist sie denn? Ach, da hinten ist sie. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Hör mal. Hör mal. Wir alle hätten dich gern schon vor Monaten hier gehabt. Jetzt haben wir vielleicht eine kleine Chance, den Berg zurückzuholen. Sag, hallo! Einfach, wie man die Gondel du bedient. Geile Schnalle, du. Ich muss meinen Wissenschaftler zum Turm raufbringen. Tja, da gibt's nur ein Problem. Die von uns kontrollierte Gondel fährt nicht zum Turm. Sie fährt mitten in die Rebellenbasis hinein. Sobald du ankommst, bist du im Nu umzingelt. Hättest du es nicht vorher sagen können, Alter? Wenn du es schaffen würdest, genug von denen auszuschalten und den Funkturm zurückzuerobern, schicke ich deinen Wissenschaftler rüber. Was ist los, Kater? Hört sich gut an. Hey! Ich bitte dich ja nur ungern darum, das allein zu erledigen. Aber nach deiner starken Vorstellung beim Vulkan... Hör mal, deine Leute haben es schon schwer genug. Ich übernehme das. Hallo?
Unterbricht sie immer ihre Sätze, die ist ja voll unhöflich. Ah, was will ich denn? Ich glaube, ich nehme die automatische Schrotflinte. Dompeitsche, Anomaliebogen, was? Meine Scheiterns. Was macht die da? Ah, ich nehme die. Ich hänge dazwischen einem von euch. Das kann auch sehr aufregend sein. So. Klassenpunkt. Nein, ich. Ach, Mensch. Wollte die überfahren. Erlegen. Richtig. Gott, habe ich viel Kram gekriegt, was ich alles nicht nutzen kann. Erlegen. Oh. Muss immer zurück. Erlegen. So, klasse. Was nehmen wir denn jetzt für eine? Oh, ich hab eine neue Jacke. Sehr gut. Geile Jacke. Ich hab neue Kisten. Neue Kisten? Mhm. Ich hab neue Kisten bekommen. Also gerade zwei Kisten bekommen. Einmal wegen der Weltstufe, weil wir eine so, auf die Stufe aufgestiegen sind. Und bei den Auszeichnungen habe ich noch was bekommen. Oh, ich habe noch einen Klassenpunkt gekriegt. Hm, den auch. Nee, das sieht doof aus. Wir behalten das. Hm, sieht auch doof aus. Wir behalten das. Das da. Wo kann ich die Kisten nochmal aufmachen? Im normalen Menü bei Auszeichnungen und aufmachen kannst du bei Steuerkreuz rechts. Dann macht es auf. Weil es sind ja immer nur, ist ja immer nur Deko drin. So. Ist ja immer nur Deko drin. Wäre dann auch soweit. Nein, ich tue sie ja da auch eine Nebenmission. Sollen wir die machen? Ich weiß nicht. Demokratische Abstimmung? Habt ihr Lust? Ja. Ja. Dann machen wir so, dann nehmen wir es an. Ich liebe doch Nebenmissionen. Ja. Dann gibt's Erfahrungspunkte und Loot. Ist das die ganze Einheit? Wir waren früher mal mehr. Aber in diesen Bergen passiert was mit den Männern. Wir hören Stimmen. Also ich frage, was ich gerade in der Facecam gemacht habe. Ich habe gerade meinen Bauchnabel gejuckt. Genau wie muss ich mal kurz so runtergucken. Ja, ja. Aber Bauchnabel. Vielleicht könnte ich veränderte Nein, ich kann ja hier, wir sind ja unter uns. Ich habe kurz an Gizmo gedacht. Kannst du uns helfen? Und da hat's nie gejuckt. Das kommt halt vor. So, wir wollen Suche im Gebirge nach den verschwundenen Soldaten. Ist es die? Ja. Und dann?
Genau, da müssen wir hin. Ich seh's mir an. Versprechen kann ich nichts. Als wir die Stimmen zum ersten Mal hörten, dachte ich. Ich will nichts sagen, aber von hinten sieht der Hintern echt knackig aus von meinem. Ja, das sehe ich ja nicht. Ich sehe ja immer nur meine und die hat so eine lässige Jeans an und wie gesagt, die Weste von Deacon St. John. Ich erwarte noch die nächste Zombie-Apokalypse. Guck mal da. Also, ich würde sagen, ich folge einfach mal Gizmo, der wird schon wissen, was er nicht macht. Keine Ahnung, was ich mache. Ich laufe einfach. Suche im Gebirge nach verschwundenen Soldaten. Machen genau, wir jetzt. Ich glaube, wir landen jetzt wieder bei der Spinne und wir kämpfen die einfach nochmal. Ja, die ist ja jetzt gut. Theoretisch ja. Nee, ich glaube, wir müssen jetzt hier runter, wo Gizmo und ich immer hin wollten. Und vielleicht wartet der Mann noch auf dich. Ja, ich bin jetzt so weit weg, also kein Wunder. Och nee, sind jetzt hier auch eine Sekte? Bitte was? Ist jetzt hier auch eine Sekte? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier über diesen Krater springen. Ich höre auch Stimmen. Ja, das ist keine Frequenz. Ja, wir können nur in Zwischensequenzen hüpfen. Mhm. Ich hatte gerade einen Bug, ich war ganz weiß. Ja, ja, ich das auch. Hatten wir alle. Das ist irgendwie normal, aber dann bin ich beruhigt, dass du das auch hattest.